Tag, Freunde! Willkommen zur weiteren Video der OMC, der Orville Nerf Community. Ich bin der König, das ist von Nerf aus der Ultraserie diese Pharao, so eine Sniper mit schönen Bolzen. Und dem Ding verpassen wir heute mal das Worker Halbdart Kit, Short Dart Kit. Und damit machen wir aus dem Ding aus einem Blaster, den wir kaum einsetzen können, weil wir nehmen schon Ultra Darts, einen Blaster, der mit kurzen Darts so richtig die Bude rocken soll. Wie das geht, das gucken wir uns heute an. Da wären wir auf der Werkbank angelangt. Wir gucken mal nach, was in diesem kleinen Karton von Worker sich verbirgt. Soll ein Drop-In-Kit sein. Ich bin mal gespannt, ob man echt nichts am Blaster verändern muss. Naja, also. Nach so ein bisschen Kampf habe ich das alles aus der Packung rausgekriegt. Was haben wir hier alles Schönes? Wir haben einen 3D-gedruckten, und zwar sehr, 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 sehr gut von der Qualität her, Magazin, Einsatz, Adapter mit einem, naja, blau, sehr merkwürdig, Magazinhebel. Also das ist richtig gute Druckqualität. Sehr super. Also das ist schon echt, das sieht gut aus. Sehr nett. Also wenn der hier kompatibel zum Strife-Ding ist, vielleicht mache ich eine andere Farbe rein. Egal. Dann haben wir hier so einen Adapter, auch 3D gedruckt. Der ist hier, damit hinterher unser Lauf im Blaster hält. Das ist übrigens der neue Lauf, der ist dann für normale Darts. Achtung, ganz wichtig, der Lauf ist hier an einer Seite so angefasst quasi. Ne? Man sieht das hier hoffentlich einigermaßen. Da, ne? Sieht man das? Da ist er so, da läuft er so ganz weich aus. Hier nicht. Da gibt es also eine richtige und eine falsche Seite, die man installieren muss. Gucken wir uns an. Dann haben wir hier unseren neuen Pusher so gesehen. Sehr cool, der kommt ohne O-Ring hier, da ist einer dabei, das ist gut. Hier ist auch ein Ersatz-O-Ring, das ist schön. Aber warum hier keiner dabei ist, vielleicht muss man den aus dem originalen Blaster recyceln. Ich glaube, da kann man vielleicht eine Lage E-Tape drunter machen. Und das neue Dartgate, alles aus Aluminium, schön rot eloxiert. Wird man hinterher im Blaster nicht sehen, aber sieht cool aus, sieht sehr cool aus. Ja. Aha. Naja, ich bin sehr gespannt drauf, wie das dann hinterher alles zusammenpasst. Noch zwei Imbusschlüssel dabei, das ist schön. Wir haben ja hier einmal hier und einmal da ein paar Imbusschrauben anzuziehen. Gut, das tue ich mir erstmal weg, dass es nicht unter die Räder kommt und dann zerlegen wir den Blaster. Blaster zerlegen dauert ein bisschen, denn der ist ja, wie man sieht, relativ groß und hat sehr, sehr, sehr viele Schrauben. Es reicht auch nicht aus, hier nur den weißen Teil aufzumachen. Nein, wir müssen auch hier vorne diesen Bereich aufmachen. Also von daher, ich schnapp mir jetzt mal meine kleine elektrische Schraubmaschine und dann schrauben wir hier mal los. Damit wir hier diesen Spannhebel abmachen können, hier sind zwei Schrauben. Die sollten wir als erstes lösen, denn sonst können wir diesen Spannhebel hier nicht da durchziehen quasi. In meinem Fall ist hier ein bisschen Klebstoff drin. Also das ist sehr ärgerlich. Das ist nicht nur geschraubt, das ist auch verklebt. Aber ich habe das hier mit dem Cuttermesser schon mal angeritzt. Jetzt sehen wir noch einen Schraubendreher. Ah, so. Da sieht man schon. Sieht man hier, dass das so weiß ist? Ja, danke Hasbro. Warum? Da sind nur zwei Schrauben drin. Naja. Okay. Jedenfalls kriegt man das Ding so einigermaßen ab.
Und dann passt er hier auch durch dieses Loch durch, weil komplett habt ihr da keine Chance, den da durchzuwürgen. So, Schrauben sind gelöst. Wir fangen mal an, die Shell auseinanderzunehmen hier. Ich hoffe, dass mir nichts herfliegt. Eine Schraube ist gerade weggeschimmelt. Super. Und da haben wir den Blaster in der ganzen Pracht. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen doof, weil schräg. Legen wir es mal so hin. Vielleicht sieht man es. Denn hier passiert die ganze Action. So, hier ist unser Trigger und so weiter und so fort. Wir haben hier so eine Feder, die das Ganze hier zurückzieht. Wir haben hier die große Plunger-Tube. Wir haben hier vorne den unsere Breech so gesehen. Sehr interessant. So, hier ist die Mechanik zum Spannen. Okay, hier ist unsere Feder da drin. Okay. So, und da müssen wir dann ja ein paar Teile austauschen. Ich mache mir jetzt erstmal mit der Anleitung schon mal schlau, wie das genau gehen soll. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Scope können wir schon mal rausnehmen. Das stört uns jetzt nur beim Arbeiten und das macht ja eh nichts. Machen wir weiter. Wir haben ja soweit hier den Blaster jetzt offen. Ich habe mal die Teile schon mal hingelegt, die wir gleich einbauen werden. Wir heben jetzt mal hier diesen vorderen Teil raus und vorher, damit das nicht weghüpft, ziehen wir einmal diese Feder hier weg. Klack. So, legen uns gut weg. Ups. Ah, hier vorne an der Mündung war auch noch eine Schraube, nicht 100% lose, aber jetzt haben wir es. Also hier sind ja auch diese vier Schrauben, die müsst ihr halt auch losmachen. Der Schnups hier kommt wieder rein. So, und jetzt können wir schon ungefähr sehen, wo hier was hinkommt. Der, wie gesagt, kommt hier gleich so hin. Dieses Dartgate müsste irgendwo hier so hinkommen. Da so. Und der Lauf. Dann hier lang. Machen wir also vorne mal hier diesen vorderen Teil des Laufs ab. Der liegt ja jetzt hier so lose drauf quasi. Jo. Und da. Hoppla. Passt wie angegossen rein. Okay. Gut, das legen wir erstmal zur Seite hier. Wir werden jetzt mal so langsam, bevor wir die Schrauben hier oben losmachen, den Teil hier noch versuchen rauszuheben. Hier ist eine Feder. Passt auf, dass die nicht weghüpft. Das ziehen wir so sanft nach oben weg. Da kommt unsere Feder. So, stecken wir wieder hier dran. Ja, also dieser Teil hier wird ja wahrscheinlich durch das hier ersetzt. Sieht man ja, ne? Großartig. Und jetzt nehmen wir diesen Teil hier raus. Dazu müssen wir auf jeden Fall diese Schraube und diese Schraube losmachen. Dann können wir das hier so nach oben vorsichtig wegziehen. Den ganzen Kladderadatsch hier. Hoffe ich. Ah. Damit man das hier rausnehmen kann, muss das erst hier lose sein. Okay. Jetzt drum herum. Der auch, der auch. Ah, da ist noch eine Catch wieder hier unten. Muss das hier so hin. Er will noch nicht so recht. Ich glaube, wir müssen diese Schraube noch lösen. Ja, ja, das hängt hier noch an dieser Schraube dran. Okay, okay. Gut. Das löst sich hier. Das auch. Und wir können das ganze Element rausnehmen. Meine Güte, was eine schwere Geburt. Puh, das ist nichts für den Einstieg ins Modding. Definitiv nicht. Hier drin ist so eine Zahnradkonstruktion. Die wollen wir jetzt mal nicht auseinanderfrickeln. Das wäre mir zu aufwendig. Und damit wir hier trotzdem drankommen, gibt es jetzt einen Trick. Sieht man hier diesen kleinen Nupsi, also diese Aussparung da? Moment. Da, da ist so ein bisschen dicker. Ihr könnt dieses Teil dahin bewegen, denn hier, kann man das auf der Kamera sehen? Wahrscheinlich nicht. Doch, doch. Hier ist so eine Art L-förmiger
da. So ein L-förmiger Bereich. Der Haken hier von diesem L muss genau da unter diesem dickeren Bereich liegen. Genau da. Fokus, Fokus, da. Da sieht man, da ist das L, das muss da drunter liegen. Wenn das so ist, dann könnt ihr das hier so drehen. Upsa, einmal hier aushaken, dass es nicht an dem Weißen hängen bleibt. Vorsichtig drehen, 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 drehen. Müsst ihr so ein bisschen wackeln, klack. Man beachte, das wird hier weiß, also das darf man nicht so oft machen. So ein, zwei, drei Mal und dann ist auch gut. Aber so kriegt ihr die ganze Konstruktion auseinander, ohne das Teil auseinanderzunehmen. Wichtig. Hier ist übrigens die Feder drin. Wenn ihr die rausholen wollt, ne, dann könnt ihr hier und auf dieser Seite diesen Clip abmachen. Dann kommt die hier rausgehüpft. So, und das müssen wir auch machen, weil wir wollen den Teil ja hier rausschieben. Also, vorsichtig mit einem Schraubendreher drunter gehen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nehmen wir den. Drüber hebeln. Bisschen festhalten, auf der anderen Seite auch. Oh, schwer. Und wenn ihr es richtig gemacht habt und die Finger nicht euch angestochen habt, dann könnt ihr das jetzt hier so abziehen. So. Einmal. Schon eine ordentliche Feder. Das ist so, ne? K25 Niveau, würde ich sagen. Könnte man auch machen. Naja, ich lasse mal die Originalfeder. Ich will nicht zu viel Leistung haben. So. Dann können wir das hier vorsichtig rausholen. Ah, das ist schon gut geschmiert. Der bleibt erstmal hier so weit drin. Wir müssen jetzt dieses Teil hier rausholen. Ihr seht hier so eine Aussparung da. Da passt das mit ein bisschen vorsichtig angewandter Gewalt durch. Soweit hier hin. Dann drückt ihr das hier so ein bisschen runter. Klack. Und et voilà. Das Teil kommt raus. Beschädigt bitte nicht den O-Ring. Den brauchen wir noch. Den brauchen wir ja, weil hier keiner bei ist. Da ist unser sehr massiver Air Restrictor. Okay. Leider liefert Worker keinen O-Ring mit. Ich habe jetzt hier den originalen O-Ring verbaut. Ich habe eigens 3 oder sogar 4 Lagen Isolierband darunter gelegt, weil sonst ist der O-Ring absolut nicht abdichtend hier. Der ist halt, das Aluminium hier ist etwas dünner als das Originalteil an der Stelle. Man sieht das hoffentlich auch schon so ein bisschen. Sehr ärgerlich. Also ich habe jetzt mal 4 Lagen genommen. Vielleicht sind 5 besser, aber zur Montage, das muss ja wieder hier durch. Steckt man es dann hier durch. Ich mache jetzt gleich noch ein bisschen Silikonöl dran. Na, kommt hier hinten hin. Man sieht so ungefähr, dass er hier rauskommt. Drückt es ein bisschen zusammen, dann kommt er hier durch. Und jetzt kommt, wenn ich ihn jetzt ziehe, ab hier. Das läuft hier leicht konisch zu, aber ab diesem Punkt ist das Ziel perfekt. Das heißt, ne, man sieht, der rutscht hier auch nicht runter, wenn ich wackel. Sehr schön. Also ordentlich schmieren. Der ist relativ trocken, der Plunger hier. Mir fällt gerade auf, hier brauchen wir ja einen O-Ring. Das Teil brauchen wir noch. Wir recyceln jetzt mal diesen O-Ring, aber vorher machen wir das hier einmal kurz trocken, machen hier auch so 2, 3 Lagen Isolierband drumherum, dass der ein bisschen heftiger oder ein bisschen besser sitzt. Und dann machen wir den O-Ring hier ab und hier drauf. Also wenn ihr es nachbaut, nehmt den O-Ring ab, packt den hier auf das rote Ding und lasst den einfach dran. Oder unterfüttert den. Whatever. So, ich mache mir auch kurz ab. Vorsichtig, vorsichtig. So, ich mache das sauber. Bisschen E-Tape drauf, ölen. Also hier dann drauf und dann los geht's. Und da haben wir das Isolierband dran. Schönes Grün. Unser O-Ring kommt wieder drüber. Klack. Und ich glaube, wenn wir den jetzt hier reinpacken. Ja, da fängt das schon an, sich gut zu verhalten. Gut, hier kommt jetzt auch wieder ein bisschen Silikonöl drauf, wie gerade eben auf der anderen Seite. Und dann geht's weiter. Wir haben jetzt hier hinten dieses rote Teil hängen. Hier das Originalteil ist jetzt von vorne auch hier reingesteckt. Wir können die Feder wieder reinpacken. Jawohl. Und dann können wir das wieder dran klicken.
Da gab es, glaube ich, keine falsche oder richtige Richtung. So. Sehr nice. Nachdem wir das hier jetzt zusammengebaut haben, müssen wir das wieder hier reinkriegen. Das machen wir nicht genauso wie vorher. Also wie wir es auseinandergebaut haben. Wir haben wieder hier unsere Aussparung. Wir haben hier das neue Teil. Das kommt dann hier erstmal so rein. Bisschen runterdrücken. Und dann kann man das hier klack so reindrehen. Puh, nicht ganz einfach, aber es geht. Arbeiten wir mal uns langsam Richtung Mündung hier vor. Als nächstes kümmern wir uns um dieses Bauteil, denn da muss ja dann auch hier der Lauf rein. So, geht folgendermaßen. Dieses alte Teil, was hier vorher war, nehmt ihr auseinander. Das kann man einfach auseinanderziehen. Zack. Das steckt man dann hier drauf. Und zwar so rum. Hier ist auch so ein Schlitz. Sieht man den? Der muss da rein. Dann sitzt das auch. Und dann verrutscht das auch nicht. Also das ist schon clever gemacht hier von Worker. Ihr habt hier so eine Art Klemme. Die muss man ein bisschen aufschrauben, dass sich das öffnet. Ja, sieht man es innen drin? Wenn ich es runter mache, sieht man nicht so, ne? Naja, also jedenfalls, das klemmt dann hier den Lauf zusammen. So. Dieses Stück hier, ich habe das schon mal festgemacht. Ich mache es nochmal kurz lose. Da ist so eine Imbusschraube drin. So dran denken. Es gibt hier diese flachen Teil des Laufs und es gibt diesen nicht flachen Teil. Der ist einfach nur gerade und hier so ein bisschen, ne, angefasst. Hier ist richtig das Material dünner. Diese Seite mit dem dünneren Ende, die muss in diese Richtung hier. Warum? Das passt dann hier drüber. So, entsprechend schiebt ihr das hier quasi rein, dünne Seite in diese Richtung, bis es irgendwann nicht mehr weiter geht. Das hört ihr auch, ne? Das geht nicht mehr weiter. So, wenn das dann da drin ist, dann schraubt ihr hier diese Klammer zu. Einmal, zweimal, nach fest kommt ab und ihr wollt auch nicht zu fest schrauben, dass das ganze Ding zusammengedrückt wird, weil dann ist die Genauigkeit im Eimer. So, und dieses Ding, was hier so locker drauf rumschwingt, lasst ihr jetzt so runterfallen quasi. So, dann gucken wir mal, in welche Richtung oben ist. Das ist ja dann unten. Ich mache das ganz gerne nach oben, weil wenn wir dann den Lauf versehentlich ein bisschen zusammendrücken, lieber oben. Dann wird der Draht oben verlangsamt und geht im schlimmsten Fall ein bisschen nach oben. Haben wir ein bisschen mehr Reichweite. Genau ist das zwar nicht, aber irgendeinen Tod werden wir hier sterben müssen. So, zusammendrehen. Und dann hält die ganze Konstruktion. So sieht es dann aus. Das kommt dann hier so drum. Passt in den Lauf perfekt rein. Und dann können wir das hier draufsetzen. So. Zum Zusammenbau, ich fange lieber mit der Seite an, das ist, glaube ich, etwas einfacher. Ups. So, das muss hier durch. Das legen wir mal kurz einmal zur Seite noch. Dann können wir das hier durchfädeln. Wenn ihr das zusammenbaut, ja, achtet darauf. Hier ist so ein weißer Haken. Der muss oberhalb von diesem orangenen Teil landen. Da ist er. Dazu macht man das erstmal so halb schräg hier rein, fädelt hier den Bolzen durch und dann kann man das hier so langsam an Ort und Stelle runterwürgen. Hier nicht vergessen, die Feder einzubauen und wir müssen natürlich auch das Teil jetzt hier noch reinsetzen. Wenn ihr es richtig gemacht habt, zeige ich gleich mal eine Nahaufnahme, dann müsste das hier soweit bündig sein. Wie gesagt, nicht vergessen, hier diese Feder einzubauen. Und da ist der rote Bolzen hier seitlich da unten drin. Achtet wirklich darauf, dass das bündig da drin sitzt, sonst könnt ihr nachher die Shell nicht zumachen. Denn dieser Teil hier kommt in die Oberseite der Shell rein. Wenn wir alles zurechtgeruckelt haben hier, dann können wir die Schrauben dran machen. Ich gebe zu, der Teil ist echt nicht einfach. Feder reinpacken. Die Schraube hier muss fest, die da unten muss fest.
achte darauf, dass hier dieser orangene Halter in diesem Schlitz sich befindet. So. Das hier sieht relativ gut aus. Gut. Achso, der schnackt da ein und aus. Na dann sei es drum. So. Dann können wir jetzt die Schilder zumachen. Scope einsetzen. Wir beginnen mit dem Teil. Und wenn wir vorne die Nase dran haben, dann können wir jetzt den Rest von der Shell draufsetzen. Vergesst nicht, das Scope einzubauen. Und vergesst auch nicht die Feder hier. Und schönes kleines Detail, bei mir lässt sich die Shell mit dem verbauten Kit nicht schließen, denn hier sieht man das. Da und da. Da drückt sich bereits der Alublock in diesen Halter ein. Im Original ist das abgerundet, das ist also kein Ding. Aber mit dem Alublock, der vierkantig ist, das passt leider nicht. Das muss ich mal kurz kürzen. So, sieht man das? Soweit musste ich das an den beiden Stellen wegmachen. Das ist schon ganz ordentlich. Boah, 40 Schrauben später. Oder 41 sogar. Wahnsinn. Eine ganze Menge. Ja, so. Wir müssen auf der anderen Seite dann unseren Spannriff wieder hier dran schrauben mit den beiden verbliebenen Schrauben. Und wenn wir das gemacht haben, dann probieren wir den Blaster mal aus. Also eben noch das Ding hier dran, Schrauben rein und dann go. Das sind wir wieder. Beim Shell zu machen sollte man beachten, dass dieses Ding bitte so eingehakt ist. Weil sonst macht ihr die schöne Shell mit den 40 Schrauben nochmal auf und nochmal zu. So, zweite Mal den Blaster jetzt zusammen gemacht und jetzt können wir auch mal probieren, ob das Ganze funktioniert. Wir müssen erstmal hier den Magwell reinpacken. Da ist er. Ach so, das geht nur, damit er gespannt ist. Na gut, dann spannen wir mal. Ui. Magwell ist drin. Ich habe immer so ein Worker-Magazin. Packen wir mal rein. Ah, es catcht nebenbei. Nach vorne, nach unten. Habe ich was Weiches zum Reinfeuern? Ich nehme mal so eine Tüte. Hoi! Das macht Radau, das Dingen. Wow, okay. Ja. Mod hoffentlich fertig. Wir packen den Blaster jetzt übers Kroni und dann probieren wir den draußen im Garten aus und gucken wir mal, was er mit so unterschiedlichen Kurzdarts jetzt so kann. Ich bin gespannt drauf. Wir testen die Ultra Pharao mit dem Worker Mod Kit. Erstmal kommen 5 von den grünen Worker, wahrscheinlich Gen 2 Darts. Dann kommen 5 von den roten Darts und Max Pro Darts. Und zum Schluss 5 von den gekürzten China Force Darts, wie wir sie bei der ONC bei Ü18 verwenden. Schau mal, was das Kroni sagt. ...142,7 FPS im Schnitt mit den Worker Darts. Das ist schon sehr respektabel. Durchschnitt 160,3 FPS mit den roten Dartzonen Pro Max Darts. Das ist ein bisschen heiß. Okay. ...142 FPS im Schnitt mit den gekürzten China Force Darts. Das ist so gerade eben Ü18 kompatibel bei uns. Also das ist sehr dartabhängig, muss ich mal echt sagen. Ich bin überrascht, wie gut die roten Darts und Max Darts hier performen. Heftig, hätte ich nicht gedacht. Ja, ansonsten, ja, super konsistent sind die FPS-Zahlen nicht, aber wir gucken uns das mal im Garten an. FPS sind gar nicht alles.
Und dann werden wir draußen angelangt bei uns im Garten. Wir testen jetzt mal die modifizierte Pharao auf dem Pro-Level aus. Ich habe hier mal ein Magazin vollgepackt. Da sind 5 kurze Worker-Darts Gen 2 drin. Da sind ein paar Darts und Pro-Darts drin und ein paar von den gekürzten China Force, die wir so bei der ONC einsetzen. Das Ziel ist das Garagentor. Maßband lasse ich mal weg, weil wir erreichen wahrscheinlich eh die ganze Zeit die Garage. Gucken wir mal, wie es läuft. Zack, bis zur Tür. Schnurgerade. Links an den Türrahmen, nach rechts weghüpft, unten an der Tür, oben in der Mitte an der Tür, und genau in der Mitte von der Tür. Also mit Worker Darts ist das Ding wie ein Laser. Und das trotz Wind. Darts und Darts. Rechts in der Tür den Busch. Oben an den Türrahmen. Mitte der Tür. Genau in der Mitte der Tür. Das Ding ist super genau. Und auch wieder Mitte der Tür, direkt neben dem Türknauf. Cool! Und jetzt die China Force zum Schluss. Mittig an der Tür. Mittig an der Tür. Oben an der Tür. Mittig an der Tür. Ein richtiger Sniper. Krass. Schau mal an, wo die Dart gelandet sind. An einer Tür. Wir gehen im Herbstlaub einsammeln. Das ist immer ein ganz besonderer Spaß. Also eigentlich ist das sinnlos, weil hier liegt der erste China Force Dart. Jetzt so bei 16 Metern. Aber die sind halt alle bis zur Tür oder bis zu diesem Türrahmen links und rechts gekommen. Wir hatten einen einzigen von diesen roten Darts, so ein Darts, der hier in den Busch reingesammelt ist. Jetzt muss ich den mal hier drin finden. Na, da ist er schon. Da ist er runtergefallen. Also, alle Darts bis zur Tür. Aufgrund der Chroni-Messwerte haben wir auch nichts anderes erwartet. Ja, Genauigkeit echt brutal gut. Ich hatte, ich glaube, 13 von 15 Darts haben genau die Tür getroffen. Einer in diesen Busch. Und einer ist so 2 cm links neben der Tür eingeschlagen. Und das bei dem Wind hier. Also man hört das hier, glaube ich. Phänomenal. Kommen wir zum Fazit, zum Umbau und Mod der Nerf Ultra Pharao. Meiner Meinung nach, abgesehen von der Select, der beste Ultra Blaster. A, sieht er cool aus und B, er hat sogar als Ultra Blaster ganz gut funktioniert, wenn man die Akku, also die genauen Darts von Ultra genommen hat. Okay. Ja, fast ein Sleeper. Solange man halt kein Telemagazin reinsteckt, fällt es gar nicht auf. Hat man es drin, dann merkt man natürlich, da ist was gemacht worden. Leistungsblasters wirklich gut, fast ein bisschen zu gut. Das ist bei Ü18 echt schon grenzwertig. Also mit unseren China Force Darts kein Problem, sind wir unter 150 geblieben, bis auf einen Ausreißer. Das war gut, heftig, aber gut. Mit den Worker Darts war so ganz knapp unter der 150er Marke. Davon haben wir auch ein paar im Einsatz. Also ja. Aber mit den Darts und Pro Darts, da war jeder Dart über der 150er Marke. Das Gerät ist ein bisschen heiß. Also müssen wir gucken halt. Also vielleicht wird gemeckert, ich weiß es nicht, aber na, mal schauen. Ja, ansonsten, der Umbau selber war jetzt gar nicht so schwierig. Wenn man sich die Anleitung angeguckt hat und wenn man sich so 2, 3 Videos bei YouTube angeguckt hat, eher 3 als 2, weil jeder, der das bei YouTube vorgestellt hat und gezeigt hat, wie das gemacht hat, hat irgendein Teil nicht gezeigt. Captain Sevier ist die Kamera ausgefallen und hat gar nichts vom Umbau gezeigt. Toll. Dann gibt es ein Video vom The Old Nerf Guy. Das war ganz gut, aber der Zusammenbau fehlt mir hinterher ziemlich komplett. Auch schade. Dann gab es ein Video von Xbox Games. Der ist eigentlich auch sehr interessant. Und der hat beispielsweise einfach vorne
das, den Lauf falsch rum eingebaut und deshalb war es bei ihm total inkonsistent. Und bei dem fehlte ganz viel vom Zusammenbau. Das fehlt mir. Deshalb ist dieses Video ein bisschen länger geworden, das habt ihr jetzt auch gemerkt. Aber ich denke, mit dem Video, mit der Anleitung, mit den Teilen kriegt das jetzt auch jeder hin. Zwei Abende sollte eigentlich klappen. Leistung im Garten hat man gesehen, sehr genau, nicht super 100% präzise, aber sehr genau. Also wir haben, ich glaube, was war es jetzt, 13 von 15 Darts haben die Tür erwischt oder 14 von 15 Darts, das ist echt gut. Vor allen Dingen bei der Leistung, das passt dann schon, sehr ordentlich, trotz Wind, sehr nice. Und ja, am Kroni ein bisschen inkonsistenter, aber man hat draußen im Live-Test gesehen, es war gar nicht so der Riesenunterschied. Also fast alles hat die Tür erwischt oder war so ein kleines bisschen daneben. Wir hatten einen China Force, der glaube ich davor aufgedotzt war. Hm, passt schon. In dem Sinne würde ich es empfehlen, wenn ihr einen Sniper-Blaster sucht, der halt mit so einer Bolzengeschichte hier arbeitet, also richtig sowas, ne, Schnick-Schnack und nicht nur an einer Seite, sondern nach hinten, nach vorne, fertig, dann ist das für mich, glaube ich, momentan die beste Alternative mit dem Worker Kit. Denn die Leistung passt und das ist noch ohne Tuningfeder. Mit Tuningfeder geht es nochmal deutlich nach oben. Und es ist nicht 3D gedruckt. Das heißt, das Ding ist stabil. Der kann auch mal runterfallen, das platzt nicht auseinander. Und die Innereien, wir haben mal gesehen, ist Metall. Also nett. Bei dem 3D-Druckblaster, dieser Caliburn und sowas, ja, die könnten vielleicht preislich sogar drunter liegen, je nachdem, wo ihr die Hardware-Teile herkriegt oder ob ihr selbst drucken könnt. Aber wenn das runterfällt, dann geht was kaputt. Gut, das kann man dann nachdrucken halt. Ich weiß nicht. Ich bin da persönlich ein Ehrenfan immer noch davon, sowas nachzubauen. Jetzt komplett 3D gedruckte Blaster. Da bin ich nicht der Fan von. Aber nun gut. Lange und kurzer Sinn. Ich denke, das ist fair, wenn man sich den Blaster mit Blastertem holt, plus das Kit, vielleicht noch die Tuningfeder optional dazu, ist man, glaube ich, keine 150 Euro los. Und dafür hat man einen richtig, richtig krassen Sniper. So, wer sowas sucht, da hat dann. Und so wird's gemacht. In dem Sinne denke ich, ihr seid informiert und man trifft sich vielleicht bei dem Ü18, vielleicht mit der Ultra Pharao.